Das ist die Kugel von Harry Potter und das für 17 Cent. Als Vereinsmitglied umgerechnet für 17 Cent am Tag. Das macht 60 Euro im Jahr. Der gigantische Amethyst kann bestaunt werden. Im Foyer spiegelt Jupiter im Oktogon von Rebecca Horn die Vielfältigkeit des Museums wider. Die bedeutende Sammlung von Jablenskis Arbeiten auch aus seiner Wiesbadener Zeit, wobei Helene im spanischen Kostüm ihr eigenes Geheimnis birgt. Großzügiges Geschenk von Frank Brabant. Das Museum wäre um einiges ärmer, wäre da nicht die großzügige Unterstützung beim Erwerb von Kunstwerken durch die Freunde des Museums. Highlights der Freunde des Museums, der Neujahrsempfang und die Museumsgala. Sie laden ein zu Previews, Führungen, Vorträgen, Workshops und zu den Jurfix-Abenden sowie Kunstreisen. Für 17 Cent freier Eintritt ganzjährig ins Museum Wiesbaden, in den Nassauischen Kunstverein und in die Landesmuseen Darmstadt und Kassel. Ob 19. Jahrhundert oder zeitgenössische Kunst. Zum Beispiel die Installation Circle of Broken Landscape von Rebecca Horn und ihre Idee von Bewegung, Veränderung und Verlust. Schon in den 1920er Jahren werden Schwingungen zum dynamischen Ausdruck. Die Installation Grapheme von Robert Seidel aus dem Jahre 2013 begeistert. Genauso wie die Schenkung der Sammlung Jan und Friederike Bächle, wobei auch Leihgaben auf Zeit zu entdecken sind. Oder eintauchen in eine der bedeutendsten Jugendstilsammlungen Deutschlands. 2019 von Ferdinand Wolfgang Nees gestiftet und als Gesamtkunstwerk mit mehr als 500 Exponaten in einer großartigen eigenen Abteilung zu besichtigen. Da ist die grandiose Schmetterlingssammlung. Spiele mit dem Wind, seltene Tiere, und exotische Vögel. Mit Fantasie wird den Museumsbesuchern zugeblinzelt. Und dieses Universum für 17 Cent. Und das bei einem Jahresbeitrag von 60 Euro bei den Freunden des Museums Wiesbaden.